Yo, Freunde, was geht ab? Heute werden wir etwas ganz Besonderes machen. Und zwar werden wir mit verschiedenen Fahrzeugen versuchen, übers Wasser zu fahren. Ich bin hier an einem richtig schönen Badeweiher. Der ist zwar nicht so groß, aber das ist auch gut so, denn... Falls ein Fahrzeug untergehen sollte, und das wird heute garantiert passieren, dann haben wir halt noch die Gelegenheit, es zu bergen. Ne? Bin da übrigens nicht alleine hier. Da sind noch zwei Kollegen am Start von RC-Freunde Bayernwald. Yo, Mann! Jetzt habe ich Bayernwald schon wieder gesagt. Ja, du hast schon wieder Bayernwald gesagt. Bayerwald. RC-Freunde Bayerwald. Ja, genau. So. Ja, und bevor wir loslegen, zeige ich euch kurz die Fahrzeuge, die heute untergehen werden. Wir haben hier als erstes diesen kleinen WL-Toys. Schaut euch mal diese süßen Paddelreifen an. Aber ich habe mir sagen lassen, dass er es schaffen wird. Aber wir werden sehen. Als nächstes habe ich hier dann Abzima Stoke 6S, ein Buggy. Ich weiß gar nicht, ob der wasserfest ist. Ich vermute es nicht. Jedenfalls, ja, Paddelreifen sind natürlich auch drauf. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass er es schaffen wird, aber ja, ich lasse mich ja auch gerne vom Gegenteil überzeugen. Dann haben wir hier noch ein Buggy, den Spectre 6S. Ja, ich glaube, der wird auch untergehen. Weiter geht's mit dem Traxxas Rushstar. Ja, der war gerade eben schon mal drin, ist schon abgetaucht. Aber fährt noch, kein Problem. Der Andreas hat hier schon ein bisschen Erfahrung gesammelt vorm Video. Logisch. Traxxas X-Max ist auch mit dabei. Habt ihr ja bereits gesehen, fährt wirklich sehr, sehr gut über Wasser. Daneben haben wir noch den Traxxas Slash. Soweit ich weiß, sollte der auch wirklich gut übers Wasser fahren können. Und hier haben wir noch den Traxxas Sledge. Ich glaube, der wird sich auch gut anstellen. Wir werden jetzt hier mit dem WL-Toys starten. Und Andreas hatte die glorreiche Idee, dass wir mit dem X-Max hinterherfahren. Ich hoffe mal, der große X-Max wird den kleinen WL-Toys nicht blatt fahren. Mal sehen, ob das gut gehen wird. Robert platziert da hinten noch eine Kamera, damit wir auch schöne Aufnahmen haben. Und meinst du, der kleine WL-Toys packt das? Logisch, wenn er der X-Max nicht überrollt. Ich hoffe, der wird schnell genug sein, denn wenn man übers Wasser fahren möchte, braucht man schon ein paar km/h. Die beiden stehen bereit und es geht los. Alter! Also ich muss sagen... Oh, das war schon knapp, glaube ich. Aber der Kleine macht das echt gut. Aber der wiegt auch nur 2 Gramm, du. Oh, oh. Oh je. Andreas ist schon ein harter Kerl. Ja. Aber ich muss sagen, der WL-Toys, der fährt erstaunlicherweise sehr gut übers Wasser. Hätte ich nicht gedacht. Wir machen sofort weiter und der nächste Kandidat ist der Slash. Der Slash ist bereit und er kommt. Wow, der ist ja übers Wasser geflogen. Der ist wirklich übers Wasser geflogen. Wow, schau dich das an. Richtig geil. Uhu. Oh, ein Wheelie auf dem Wasser. Jetzt will er es hier mal mit einem kleinen Sprung versuchen. Wow, wow, was für ein Wheelie, Alter. Alter, der Traxxas Slash mit Paddelreifen drauf, der ist ja wie dafür geboren, als wenn er auf dem Wasser fahren soll. Also Wheelies auf dem Wasser, das muss erstmal einer nachmachen. Jetzt machen wir weiter mit dem Rustler. Ich glaube, der wird auch ziemlich gut darüber kommen. Oh, 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 oh. Der kommt noch raus, oder? Hey, jetzt bist du ja auch ins Wasser gegangen. Also ich kann nicht ins Wasser gehen. Ich muss auch ein Stückchen nach Hause fahren, ne? Das gibt's ja gar nicht.
Oh, das war schon besser. Oh. Hast noch ein Side-Wheelie gemacht. Scheiße. Ist er umgekippt? Ja, also der Ruster, ja, ich finde, der fährt nur so in Ordnung übers Wasser, könnte ruhig besser sein. So gut wie beim Slash oder wie beim X-Max sieht es jetzt nicht aus. Ich habe auch die ganze Zeit Angst, dass er einfach absäuft. Wir werden noch mal ein, zwei Mal gleich versuchen. Ansonsten, falls ihr solche Videos in Zukunft nicht verpassen möchtet, abonniert jetzt kostenlos und aktiviert die Glocke und lasst einen Daumen hoch dafür, den YouTube-Algorithmus. Was denn passiert? Ist der Rustler weg? Ich hab da nicht drin. Nee, oder? Ach, ich bin in Brennnesseln rein. Aua. Das gibt's ja gar nicht. Ja, du siehst ihn auch nicht, ne? Ja. Da ist er. Wo? Schade, dass er nicht im Fluss ist. Du Arsch. Als nächstes nehmen wir mal den ersten Buggy. Also ich bin mir eigentlich ziemlich sicher, dass er untergehen wird. Wir beginnen hier mit dem Spectre 6S. 6S Power, das ist doch schon mal ganz gut. Schaut euch das mal an. Das eine Rad vorne, das eiert so ein bisschen rum. Das kann man nicht mehr fester anziehen. Das sind auf jeden Fall super Voraussetzungen. Wow. Alter, richtig gut. Und zweiter Versuch. Alter, der basht ja richtig übers Wasser. Ich kam gar nicht hinterher. Das gibt's ja gar nicht. Wow, mit was für einer Geschwindigkeit. Das gibt's ja gar nicht. Hätte ich niemals erwartet. Also auf dem Wasser ist er echt flott. Ich glaube, das ist der schnellste auf dem Wasser. Nicht schlecht. Und das mit diesem Rad. Ich glaube, das reicht. Weiter geht's jetzt mit dem Abzima Stoke. Ich bin mal gespannt, ob der auch so gut drüber kommen wird wie der andere Buggy. Ich bin ganz guter Dinge. Wir legen los. Und er kommt. Oh, das war auf jeden Fall auch nicht übel. Oh, 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 oh. Was war das? Hat er von alleine eingelenkt? Ja. Das war nicht Absicht, Alter. Richtig schön. Oh, 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 oh. Alter, geil. Hätte ich nicht gedacht, dass das Ding überhaupt wasserfest ist, aber anscheinend macht es ihm nichts aus. Und er fährt auch erstaunlicherweise richtig gut rüber. Komm, einen machen wir noch. Oh, 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 oh. Alter. War schon eine knappe Sache. Jetzt ist der Traxxas Sledge dran. Bin mal gespannt, wie der da drüber bashen wird. Aber ich denke, das wird kein Problem sein. Und er kommt. Ja, war nicht schlecht. Der crawlt ja fast übers Wasser. Oh.
Beim Sledge ist es erstaunlicherweise ziemlich langsam. Es sieht fast so aus, als wenn er auf dem Wasser crawlen würde. Also im Vergleich zu dem Buggy ist es crawlen, würde ich mal sagen. Ansonsten sieht es auch sehr sicher aus. Also ich hatte jetzt nicht das Gefühl, dass er untergehen könnte. Nicht schlecht. Wir werden jetzt mal einen kleinen Stunt versuchen. Und zwar nimmt der Sledge hier Anlauf, basht übers Wasser. Und da hinten haben wir ja so eine kleine Rampe. Und da wird er versuchen, dann drüber zu springen. Ob das was wird? Ey, wie bist du denn da hochgekommen? Das habe ich gar nicht gesehen. Geil. Richtig geil. Oh, jetzt da drüber geflogen. Gut, Freunde. Bisher haben es alle überstanden. Jetzt kommt der Gigant Traxxas X-Max. Also da sollte auch nichts schief gehen. Er will es auch locker schaffen. Aber danach kommt hier noch der Erevo ohne Paddelreifen. Und ich denke, ja, der wird garantiert untergehen. Niemals geht der unter. Ja, 2 Meter packt er maximal. Fehlende Traktion wird durch Geschwindigkeit ersetzt. Bin ich mal gespannt. Versenkt. Da hat er eine Unwucht drin gehabt. Also der X-Max kommt wie gewohnt auch wirklich sehr gut übers Wasser und ich finde, es sieht bei ihm irgendwie am schönsten aus. Das tat weh. Okay, Freunde, einer fehlt noch. Der Erevo, der tut mir jetzt schon leid. 100 Pro wird der jetzt tauchen gehen. Aber ist ja alles wasserfest, nicht so schlimm. Trocknet wieder und dann fährt er wie gewohnt weiter. Ich bin sowas von bereit. Oh, das war nix. Er hat schon Angst. Alter! Also 3 Meter waren drin. Ja. Jetzt sind auch die Räder nass. Oh! Also 5 Meter. Ich würde sagen, maximal 5 Meter sind drin, wenn man gut Anlauf nimmt. Ansonsten war das ein schöner Vergleich. Und ich denke, war auch ein schönes Video. Mal was anderes. Ich hoffe, es hat euch gut gefallen. Hier könnt ihr euch noch 2 weitere Videos anschauen. Wir sehen uns spätestens übermorgen wieder. Peace.